Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Juhu! Wir freuen uns, denn wir sind mit Chris unterwegs. Chrissy Boy ist super toll. Wir haben ein Loch im Boden, hat sich aufgetan, wo wir jetzt drin verschwinden. Das ist da vorne in der Ecke. Ah ne, das ist da hinten in der Ecke. Ich will hoffen, wir schaffen es an den Spinnen vorbei, ohne uns zu vergiften. Drückt die Daumen. Wir werden sehen. Haben wir beim letzten Mal hingekriegt. So, wir laufen los, wir laufen los, wir laufen los, wir laufen los. Und ab dafür. Ja, runter. Seht ihr mal, siehste. Das müsste eigentlich hier gut mit den Spinnen handelbar sein. Sei denn, die wechseln ab und zu mal die Position. Ja, dann nicht. So. Das Problem ist, dass wir hier... haben wir nicht irgendwas, was wir da hätten draufsetzen können? So eine Attrappe von dem Gewehr. Denn ich habe jetzt die Befürchtung, wir haben zwar ein Schrotgewehr, aber das in dem Laborraum von eben, oder von der letzten Folge vielmehr, für mich ist es eben, dass wir da jetzt irgendwas ausgelöst haben. Das Problem ist, wenn wir jetzt die da einsetzen, haben wir natürlich keine Waffe. Und dann würde auch die Leiter wieder runterkommen, also die Treppe. Das Problem ist, dass wir dann aber diesen Shortcut nicht hätten. Das heißt... wollen wir den Shortcut, müssen wir die Schrotwumme an uns nehmen. Also, ich sehe auch gerade, ich habe das Fahrband vergessen. Rauszuschmeißen, super. Egal. Falls wir eine Schreibmaschine finden, wo wir keine Truhe haben, wie das in dem Bilderraum zum Beispiel ist, dann können wir da wegen speichern. Dann war es dafür. Das bleibt hier nicht so ruhig. Da kannst du mir doch einen erzählen, das bleibt hier nicht so ruhig. Hier ist so ein Raum mit so einer bedrohlichen Musik. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass das hier alles so easy peasy ruhig bleibt. So, ist hier irgendwas? Eine Bedienungspult für die Kapsel. Okay. Den Schalter betätigen, aber nein. Weil der letzte, der den Schalter betätigt hat, hat hier so ein Ding aufgemacht und dann kam so ein Ding raus. So, deshalb lassen wir das, glaube ich, erstmal, oder? Oder wollen wir einen Stalker? Weil ich weiß nicht. Obwohl, theoretisch, so, warte mal, wir sind ja vorwitzig. Falls wir sterben sollten und das hier irgendwelche Konsequenzen für uns haben sollte, können wir ja einfach einen Spielstand neu laden. Ich bin vorwitzig, ich möchte das jetzt ausprobieren. Ob wir, wenn wir den Schalter betätigen, hier irgendwas Böses passiert. Ich sage ja, aber wir probieren es einfach aus. Ne? Wir sind ja hier voll risikoreich. Also, wir sind hier voll, ne? Voll hammerhart und so. Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay, das war's schon. Da lag was drauf. Was sind das? Sturmgewehrkugeln. Okay, schön. Das ist ein Magazin für ein Sturmgewehr. Okay, wir kriegen ein Sturmgewehr. Yeah. Da freue ich mich aber. Sturmgewehr, das ist aber... Na, da bin ich schon mal Fan von. Sturmgewehr finde ich gut. Dafür, dass wir jetzt hier so ein Risiko eingegangen sind, sollen wir nochmal eins runterlassen? Können wir da nochmal drauf drücken? Können wir nicht. Und das ist natürlich schade. Okay, ich habe jetzt gedacht, hier bricht jetzt gleich voll die Hölle los. Aber nein, wir haben eine Belohnung bekommen. Aber ich glaube, jetzt hängen hier im Moment noch keiner rum. Aber ich glaube, hier kommen nachher hier diese einarmigen Banditen, diese Quentin Tarantinos. So, was ist das? So, was ist? Hier ist nichts Nützliches. Was hat er gesagt? Hier ist nichts Besonderes. Okay, da... eine Schalttafel. Sie ist fest zu. Ich kann nicht... und kann nicht benutzt werden. Okay. Ja, da hinten Strom. Da blitzt was. Das weiß ich. Hier links, das war auch ein Raum, wo wir mit Claire nichts machen konnten. Da... Das sah bei Claire schon so aus, als wenn da oben auf der Kiste was liegen würde. Aber ich bezweifle, dass wir da hoch können. Okay, können wir doch. Okay, warte mal. Können wir die Kiste irgendwie wegschieben voneinander?
Nein, können wir nicht. Okay, da können wir nicht drauf. Aber theoretisch müssten wir die Kiste hier vorne... Warte mal. Wie soll man das denn machen? Die kann ich nur anschieben, wenn... So, die jetzt hier. Aber dann haben wir ja auch nicht gewonnen. Okay, die können wir gar nicht schieben. Aber dann stellt sich doch die Frage, wofür stehen die Kisten hier? Wisst ihr, was ich meine? Weil da oben, das sieht so aus, als wenn da was drauf wäre. Aber wir können von hier aus nicht da drauf jumpen. Und verschieben können wir die Kisten auch nicht. Also macht das jetzt irgendwie gar keinen Sinn. So, wir nehmen einfach mal das auf, was Sinn macht, nämlich das blinke Ding hier. Türklinke nehmen. Okay, Türklinke wird für... Ja, ja, da oben sein. Okay. Ach du Scheiße. Oh, oh. Okay, und der meldet jetzt wahrscheinlich irgendwo hin. Ach du Jemine. Ui, okay, wir laufen, glaube ich, mal kurz in den einen Raum mit dem und dann irgendwas anderes. Ein Hunter. Hunter-Action, Hunter-Action. Lange nicht gesehen, doch wiedererkannt. Du alte Kackbratze. Oh, jetzt kesseln die mich ein. Die kesseln mich ein. So, da durch die Tür können wir nicht. Okay, wir sind tot. Alter, machen die Schaden. Alter, machen die Schaden. Okay, nochmal. Okay. Das waren auch noch zwei. Voll assi. Okay, da habe ich euch ja doch den Wunsch erfüllt, dass wir sterben. Also ich denke mal nicht, dass es euer Wunsch war. So, jetzt können wir aber das Fahrband ablegen. Das war auch das, was ich wollte. Das wollte ich nur darauf hinauslaufen lassen. Okay, wir haben einen Türknauf. Okay, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht zwei Messer mitnehmen. Obwohl, das wäre natürlich auch cool, wenn wir beide hätten ausrüsten können. Hier so voll Messer in beide Hände und dann hier Schnetzel, Schnetzel, Popetzel. Ja, das Problem ist bei den Hunter. Die machen viel Schaden, ne? Wir haben aber auch noch unsere Calico. Die können wir eigentlich auch noch, aber... Türknauf. Ja, das wird für den einen, für die eine Tür sein, wo nur der Türknauf von der einen Seite drauf war. Das heißt, dann müsste man nämlich auch da weiterkommen, dann nicht prüfen, sondern kombinieren. Frage ist nur, wofür? Da war eh alles weggebrochen. Ich habe keine Ahnung, aber jetzt wissen wir, was da unten passiert. Türknauf. Die Frage ist, weglaufen bei den Huntern oder kämpfen? Weil weglaufen hat jetzt gerade nicht wirklich viel gebracht. Ich sehe aber... nicht wirklich einen Nutzen, wenn wir gegen die kämpfen. Wir müssen nur so schnell wie möglich erstmal an den Spinnen vorbei und so schnell wie möglich an den Hunter vorbei und aus dem Raum raus, weil dann dürften die uns theoretisch nicht verfolgen können. Do you know what I mean? Ja, ich würde sagen, ach, Mut zur Lücke, wir machen das nochmal von vorne. Und jetzt will ich hoffen, weil jetzt weiß ich auch, dass der eine Raum, wo wir mit Claire wenigstens rein konnten, da wir gar nicht, nämlich gar nicht rein können. Aber Moment, wir haben das da hinten noch gar nicht kontrolliert. Ist da irgendwas? So. Ein unbekanntes Leben ist hier ausgebrochen. Ja, ausgebrochen. Das wird kein Zombie gewesen sein. Mm-mm. Ja, jetzt wissen wir wenigstens hier, dass uns da keine Gefahr droht. Das ist doch auch was. Das ist auch da genau das, was ich euch zeigen wollte. Dass wir jetzt hier auch laufen können. Weil es so schön war, wollte ich das nochmal machen. Ja, das Problem ist, was ich jetzt hier sehe. So, warte mal. Wie kommen wir raus? Wir müssen jetzt erstmal gucken, welche Türen gehen denn überhaupt auf. Und bevor wir den Türknauf nehmen, erledigen wir erstmal alles.
Weil dieser Scanner hat uns ja erst erwischt, nachdem wir den Türknopf aufgenommen haben. Deshalb hoffe ich, dass der vielleicht uns erstmal hier in Ruhe alles kontrollieren lässt. So. Wir hatten hier die Tür, die ist zu. Und da vorne die Tür. So, okay, nee, die ist auf. Wieso ging die denn gerade nicht auf? Weil ich hatte nämlich versucht, durchzugehen. Um hier wenigstens ein bisschen Trouble zu vermeiden. So, was haben wir denn hier? Antibakterielle Arbeitskleidung. Nichts nötig. Nicht nötig. Okay. Okay, die geht jetzt auf. Okay, wir gehen rein. Ach du Jemine. Ach du. Oh. Was ist denn das? Was ist das? Sagt der Chris gar nichts zu. Okay, bist du auch auf? Oh. Okay, wir nehmen die Pistole. Wir heben uns die Munition mit dem Schrott. Oh nein. Mit dem Schrotgewehr von später auf. Schrotgewehrmunition, das ist schon mal schön. Schön. Nein, ich bin nicht nervös. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich bin die Ruhe selbst. So. Boah, jetzt hast du voll Schiss, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Das war nur ein Türknauf. Hat uns mal schön das Leben gekostet. So, was ist das? Nix. Was ist das? Das Chemikalienlager ist abgeschlossen. Ich benötige dafür einen speziellen Schlüssel. Ja. Der ist nur am Mosern, der Chris, ne? Der will mal für irgendwas anderes haben. So, blaues Kraut nehmen. Nein, lass mal erstmal noch. So, das ist wie ein rotes. Also, ich muss sagen, mit Chris werden wir mit roten Kräutern nochmal ganz schön zugeknallt. Lassen wir auch noch hier, weil wir brauchen eh noch einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen hier in E zurück. So, hier irgendwas? Nein. Okay, das heißt, sehr stark beschädigt. Die Viren sind vermutlich hier ausgetreten. Okay. Gut, dass wir hier rumlaufen ohne Schutzanzug. Das bedeutet aber, wir könnten theoretisch hier rein. Es ist nur die Frage, wie weit können Hunter Türen öffnen? Weil wenn ich an das Remake vom dritten Teil mich zurückentsinne, konnten die uns auch, soweit ich mich zurückentsinnen kann, auch da nämlich verfolgen. Meine ich. Noch zu wissen. So. Also die können wir auf jeden Fall nicht beiseite schieben. Wir können aber oben drauf. Das Problem ist, wird uns bei den Huntern auch nicht helfen. Also ich sehe jetzt hier nicht unbedingt den Zweck. Und wenn wir den Türkauf... Also wir können ihn ja nicht aufnehmen, wenn wir da draufstehen. Blöd ist das natürlich, dass dieses komische Scanner-Ding uns hier voll einen wegscannert. Jo, keine Ahnung. Ich meine immer noch, dass da oben drauf was liegt. Das hatte ich aber auch schon bei Claire gedacht. Ja. Wir haben jetzt hier natürlich noch ein Schaltpult. Eine Kontrolltafel für die Drehscheibe. Hier ist ein Schlüsselloch. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Dann wahrscheinlich nicht der Türknauf. Jetzt haben wir jetzt eine geballert. Wir gucken das halt mal an. Der Schalter ist defekt. Okay. Und hier durch die Tür können wir auch nicht. Das heißt, wir müssen hier hin. Ja gut, ich würde sagen, wir rüsten vorsichtshalber mal das Schrotgewehr aus. Halten Chris Gesundheit im Auge. Ich will hoffen, dass wir gleich auch genauso stehen, dass wir sofort loslaufen können. Und dann versuchen wir einfach so schnell wie möglich durch die Tür zu kommen. Das ist mein Plan. So. Ich will hoffen, dass es ein guter Plan, wenn nicht, dann ist es halt kein guter gewesen. Ja, wir gucken uns jetzt die Sequenz an, weil die 30 Sekunden... habe ich noch ein Leben gewonnen. Ah, böse Hunter. Böse Hunter. So, jetzt weiß ich nicht, wie Chris steht. Ich will hoffen, dass der nicht mit dem Rücken zur Tür steht, sondern dass wir jetzt direkt losflitzen können. Natürlich stehst du falsch rum. Ach du Hornochse.
Lauf los. Er hat sich rumgedreht. Ich hab's gesehen. Lauf los. Lauf los. Lauf los. Uiu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 
Ah, die Belüftung, das Belüftungsgerät wird dadurch wieder aktiviert. Okay, der Ventilator ist nicht in Betrieb, das heißt, den müssen wir in Betrieb nehmen. Okay, das wäre natürlich gar nicht mal so verkehrt, das heißt, wir gehen raus. Bringt jetzt nichts, hier weiter in Munition zu verheizen. Hier geht es gerade nicht weiter. Das bedeutet aber, wir müssen hierhin zurück. So, wo wollen wir denn hin? Hier oben hin. War doch die obere Etage, ne? Ich meine ja. So, jetzt fällt mir gerade mal ein. Stimmt, das war ja gar nicht mit den Spinnen. Das war ja gar nicht der Aufzug. Das war ja dieses... Oder? Boah, ich habe jetzt hier voll Orientierungsprobleme. Ich bin ganz ehrlich. So, warte mal. So, wir hatten jetzt den Aufzug. So, genau. Das war hier. Das war dorten. Das war der Keller. So, genau, ja. So, das führt ja... Genau, von dem Raum hier vorne ist halt hier... Ja, okay, alles klar, gut. Nee, hat sich erledigt. Dann wirst du halt mich gar nicht mit Aufzug rufen oder sowas. Das hat hier... ich hatte jetzt gedacht, das wäre der Aufzug, wo wir gerade rausgekommen sind. Und ich habe auch keinen Bock, jetzt gerade hier wieder rauszugehen, weil da gerade ein Zombie ziemlich nah bei uns am Schmiss stand. Aber müssen wir machen. Okay, ist natürlich jetzt käsig, weil wir hatten hier... Wieso haben wir denn hier schon wieder Zombies? Warum sind hier schon wieder Zombies? Die haben wir noch geräumt, den ollen Gang. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz Biege machen. Gefühlt halten die immer mehr aus. So, den erledigen wir aber auch noch, weil ich habe sonst nämlich die Befürchtung habe, dass wenn wir hier nochmal langlaufen, der uns dann zum Verhängnis werden könnte. Also die halten auf jeden Fall mehr aus, kannst mir doch sagen, was du willst. So. So, Türknopf, ich weiß zwar nicht, wofür das jetzt genau sein soll, also wirklich... Geht mir jetzt da der Sinn? Das war doch nur ein kurzes Stück. Ach du Shit. Oh Shit. Da ist schon wieder so ein komisches Scanner-Gedöns-Dingens. Okay, und der fährt sogar durch die Gegend. So, warte mal. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal eben... Na? Orientierung verschaffen. Sind wir richtig? Okay, merke, da ist auch so ein komischer Scanner. Ah, zum Glück nicht reingelaufen. So, hier, Türklinke fehlt, benutzen, jawohl, aus dem Inventar, wir gehen durch. Jetzt will ich hoffen, dass da nicht auch so ein Scanner ist. Okay, Zombie ist hier keiner. Ich frage mich nur, wofür das jetzt hier gut sein soll, außer... Was ist das? Ist das eine Karte? Ist das Munition? Ich glaube, das ist Munition, ne? Für Pistolenmunition. Also, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Okay, da liegt was. Ein Panzer. Und der wird für das Diorama sein. Sehr schön. Okay, soweit. Okay. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier keinen Alarm auslösen. Denn ich befürchte, dass das nämlich dann hier so funktioniert, dass der dann die Hunter hier in die Abteilung ruft.
Weil der Raum ist so klein. Unten macht das natürlich Sinn. Die Halle war ziemlich groß. Und da kam eine Zwischensequenz. Aber hier, der wird wahrscheinlich nur Trouble machen. Und los. Und los. Okay, das hat geklappt. Zufälligerweise ist richtig gemacht. Okay, dann würde ich mal sagen, fahren wir mit dem Fahrstuhl auf die erste Etage. Und setzen das Diorama ein. Ach nein, Quatsch. Ja, wir sind jetzt... Theoretisch hätte ich jetzt auch mit einem Farbband an der Schreibmaschine abspeichern können, aber das habe ich ja aus dem Inventar geschmissen. So, ich wollte auf 1F fahren, natürlich. Oh, das war knapp. Also, bei dem müssen wir ein bisschen aufpassen. Der fährt ab und zu mal diese Laserscannung ein. Aber das haben wir auch. Gut, dann wollen wir das mal einsetzen. Das wird uns wahrscheinlich aber auch nur Gesundheit und allen Pipapo bringen. Sonst wahrscheinlich nicht viel. Oder auch nicht. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das Ding jetzt hier auf Seite fährt. Ha. So. Da brauchen wir irgendwas für. So, wir gucken uns das mal eben an. Drehscheibenschlüssel nehmen. Okay, und dann ist unten Drehscheibe. Hier ist ein Dokument. Okay, wir haben uns eine noch. Notiz über Geheimgang. Okay, hier ist ein Geheimgang. Der unterirdische Gang zum Haus, in dem Alexia und ich leben, ist schwer beschädigt. Ich werde keinem dieser Dreckskerle gestatten, Alexia zu sehen. Aber ich kann auch den Tunnel nicht weiter benutzen. Denn der Pöbel aus dem Dorf angelegt hat. Okay, alles klar. Mhm. Oh ja, ich werde diese Gefangenen eine Brücke bauen lassen. Es muss eine wunderbare Brücke werden, die Alexia Perfektion widerspiegelt. Natürlich muss ich alle Beteiligten nach der Fertigstellung der Brücke umbringen, damit niemand etwas von der Existenz unseres Anwesens weiß. Aber das geht schon in Ordnung, ich habe keine Probleme mit solchen Sachen. Ja, ich sage Prinz Schraube locker. Sobald die Brücke fertig ist, werde ich den Ausgang vom Kanal zum Haus versperren. Der Eingang ist ohnehin durch den Diorama-Trick versteckt, so dass die Abgeschiedenheit unseres Anwesens garantiert ist. Alfred Ashford, das heißt, dieses Diorama ist ein Zugang für... Genau, und da brauchen wir hier vorne irgendeine Platte für, damit wir hier... So, das sieht aus wie ein Hebel dahinter, ne? Weil wenn du jetzt die Hände durchstreckst, dann hast du ein Problem. So, und dann brauchen wir wahrscheinlich, entweder sind das drei Platten oder ist eine Platte. Sammle drei Armeen, um den Weg zu öffnen. Okay, das heißt, wir brauchen hier sowas, was wir auch am Flugfeld hatten. Und wenn nicht, brauchen wir sowas sogar vom Flugfeld. Das ist natürlich auch ziemlich uncool. Ha. Huh. Die Frage ist nur, wie sollen wir zum Flugfeld kommen? Wir kommen ja noch nicht mal raus. Ich überlege. Aber wir haben ja diesen komischen Drehscheibenschlüssel. Dann müssen wir dahin zurück, wo die Hunter waren. Freuen wir uns natürlich. Klar, das ist super. Die Stimmung kocht förmlich in mir.
Gucken wir eben, wo würden wir denn jetzt hier rauskommen? Gar nicht, okay. Aber wir könnten mal in die Ecke gehen und gucken. So, scheinbar ist etwas auf der anderen Seite. Ich kann sie nicht öffnen. Ich hatte jetzt gedacht, dass vielleicht irgendwas hier in der Ecke steht. Ist aber nicht so. Okay, dann. Aufzug. Wo fahren wir denn hin? Also theoretisch müssten wir 2F und dann wieder runter, ne? B1. Ich fahre mal runter in den Keller. Ich weiß nicht mehr, was war im Keller. Dann gucken wir auf die Karte. Das konnte ich jetzt leider aus dem Menü jetzt natürlich nicht mehr aus. Gucken wir eben auf die Karte. Ja, die letzte Folge war ein bisschen kürzer, da machen wir die jetzt einfach ein bisschen länger. So, was haltet ihr davon? Aber theoretisch war das gar nicht so verkehrt. Genau. Okay, seht ihr mal. Haben wir das nämlich eigentlich ganz vernünftig gemacht. Denn wir nehmen die Schrotflinte wieder an uns. Dann fährt natürlich die Treppe wieder hoch. So, wir spuchten hier mal durchs Wasser, denn ich möchte nämlich den Spielfortschritt festhalten. Und das geht folgerichtig mit einer Schreibmaschine bei Resident Evil immer hervorzüglich. Eigentlich sind die keine große Bedrohung hier, aber ich habe trotzdem Schiss vor denen. Kann ich mir nicht helfen. Und das mit dem Schubladen lässt mir immer noch keine Ruhe. Aber das werden wir noch irgendwann hinkriegen, weil ich denke mal ganz zum Schluss müssen wir hier nochmal rein. Die Rattermann-Munition lassen wir im Moment noch hier. Den Schlüssel nehmen wir mit, der wird aber nachher auch wieder hinfällig werden. Wir nehmen einmal ein Farbband auf. So, und hauen dann einfach mal an die Tasten. So, was haltet ihr davon? Ich finde das eine klasse Idee. Weil nichts ist ärgerlicher als Spielfortschritt, den man nicht abspeichert und dann irgendwas passiert. Früher war es auch nicht so ungewöhnlich, dass mal ein Spiel einfach mal sich aufgehangen hatte, dass die Konsole einfach nicht mehr weitergespielt hatte. Das hatte ich auch bei Resident Evil mal gehabt. Dann hat er halt einfach nichts mehr geladen. Ich hatte auf dem schwarzen Bildschirm geguckt. Das war mega ärgerlich. Wenn du dann 4 Stunden nicht gespeichert hast, obwohl du nicht wegen deinem eigenen Verschulden gestorben bist oder sowas, das ist wirklich mega ärgerlich. Das ist immer wichtig, speichern. Gerade bei älteren Spielen, speichern, was das Zeug hält. So, haben wir ja gerade gemacht. Ich will hoffen, ihr hattet euren Spaß. Schreibt beim nächsten Mal wieder ein Ding. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.